wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge. Papa kocht. Wir kochen Suppe. Der Tim, der Typ an der Kamera, der Bert, der Typ vor der Kamera, kochen sich Mittagessen und jetzt nagelt mich fest. Ich würde gerne ein Süppchen kochen, angelehnt an eine vietnamesische Reisnudelsuppe namens, Tim, kannst du das kurz mal hier reinschreiben? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Könnt ihr es mir in Lautschrift unten reinschreiben? Ja, aber bitte, 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 wie immer, kein Anspruch auf irgendwelche Originalrezepte. Wir kochen so, wie es uns passt und glaubt mir, euch wird es auch schmecken. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht, schau mal hier. Eine wunderbare Beinscheibe, ein wirklich fettes Teil, sehr, sehr geil. Ochsenschwanz ist da. Ja, richtig Schwanz hinten, ne? Nicht falsch verstehen, Grüße gehen raus an die Emma. Und dann habe ich hier Beef Ribs, ne? Guck mal, wie geil das marmoriert ist, da ist ordentlich Fett drin, das schmeckt geil, da hast du richtig Power. Dazu gibt es Zwiebel, Knoblauch, Lauch, dann haben wir Ingwer, Shiitake-Pilze für schönen, krassen Umami-Geschmack, bisschen Chili, bisschen Limette und an Gewürzen habe ich jetzt aktuell eine Zimtstange, Szechuan-Pfeffer und Salz. So, wir fangen direkt an, ich habe immer schon mal einen Topf aufgesetzt und zwar habe ich jetzt hier Wasser kurz unter dem Siedepunkt, da gebe ich jetzt mal richtig Druck drauf und als allererstes geben wir das Fleisch da mal rein. Das habe ich jetzt nicht gewaschen oder sonst irgendwas, das ist so, wie es beim Metzger aus der Theke kommt. Das fliegt jetzt hier rein, wird einmal krass überbrüht und dann schütten wir es einmal komplett ab, weil wir wollen ja nachher eine relativ klare Brühe haben. Dann schütten wir das einmal ab und dann wird nachher das Eiweiß ein bisschen abgeschöpft und dann kriegst du eine schöne klare Brühe da draus. Das machen wir jetzt hier so, sag ich mal, 5 Minuten lang. Einmal wallend aufkochen, dann durch Sieb zurück mit kaltem Wasser aufsetzen. Die Idee dahinter ist, wenn man mit kaltem Wasser aufsetzt, ist es so, dass du den Geschmack aus dem Fleisch in die Brühe ziehst. Und wenn du es ins heiße Wasser schmeißt, versiegelst du das ja und da hast du nicht so viel geilen Geschmack. Deswegen immer mit kaltem Wasser aufsetzen. Wer es anders sieht, schreibt es mal unten rein. In den letzten Tagen habe ich das oft kennengelernt, dass es zu verschiedenen Themen verschiedene Meinungen gibt. Das ist auch gut so. Ich tausche mich gerne mit euch aus. Ich beantworte jeden Kommentar, soweit es möglich ist. Also schreibt mal gerne unten rein. Ja? So, dann würde ich mich in der Zwischenzeit schon mal dran machen, so ein bisschen was zusammenzuschnippeln. Viel ist es ja nicht. Und wir sehen uns gleich beim Fleisch abschütten. Wir haben hier in der Zwischenzeit, während das hier überbrüht ist, guck mal, so sieht es jetzt aus. Ja, legen wir mal kurz hier raus. In der Zwischenzeit haben wir schon mal drüber gesprochen, dass wir ja nächste Woche auf Reisen gehen, ne? Der Timmy und ich. Das wird auch ziemlich geil. Ihr kriegt auf jeden Fall Reise- und Essensvlog direkt auf den Homescreen. Wo fliegen wir nochmal hin? Haben wir es schon verraten eigentlich, gell? Ja, aber... Wir haben es schon gesagt, gell? Wir fliegen nach Dubai. Wir fliegen nach Dubai. Mein ganzes Instagram ist eh voll mit Dubai-Urlaubern aktuell. Und wir werden genau in dieses Horn stoßen und fliegen nach Dubai und hauen uns da den Ranzen voll. Guck mal, das hier wollen wir loswerden. Dieser ganze Schaum da oben drauf. Das gehe ich jetzt wegschütten und hole frisches Wasser. Fleisch ist gebraust. Kaltes Wasser ist da. Das geht jetzt direkt wieder da rein. So wie wir es eben besprochen haben. Schön ins kalte Wasser wieder ansetzen. Und dann machen wir auch schon von Anfang an so ein bisschen was, geschmackgebende Komponenten dazu. In Form von ein bisschen Gemüse, weil es ist einfach ganz klar, Geschichte ist eine Fleischbrühe. Ja? Und ein paar Gewürze auf jeden Fall. So, schauen wir hier rein. So sieht es dann aus. So, was wir jetzt mit dazugeben, ist Lauch, Knoblauch, alles was wir eben geschnippelt haben. Arschvoll Ingwer. Ingwer, da kann ja nie genug sein. Ne? So, und auf jeden Fall getrocknete Shiitake direkt mit rein, ohne sie vorher auch nur ansatzweise zu wässern. Dann gebe ich noch mit rein Zitronengras. Wir schlagen es einfach so ein bisschen an. Dann lässt es voll. Geiles. Timmy, riech mal. Das ist nice. Gut, gell? Ja, so kommt's. Einfach mit rein. Mit zweiten auch. Und dann hast du schon von Haus aus direkt so krasse asiatische Aromen. Das kann nur gut werden. Ne? Da kannst du jetzt mit anstellen, was du willst. Da ist so viel geiles Fleisch drin und so viele gute Sachen, dass es einfach nur gut werden muss. Dazu geben wir gleich Szechuan Peppercorns, Zimtstängelchen mit Salz drin. Guck mal, flup. Und ein bisschen Salz. Ne? Abgeschmeckt wird dann später. So, und dann geben wir jetzt einmal richtig Druck drauf, kochen es auf und dann geht die Temperatur runter und dann lassen wir es langsam vor sich hinkochen. Das braucht locker, also locker 2 Stunden. Ja? Ja, und in der Zwischenzeit
Tim, was machen wir in der Zwischenzeit? Geh mal heim. Geh mal heim, was machen wir jetzt? Nein, Käse. In der Zeit bereiten wir schon mal einen kleinen Dip vor. Den gibt es nachher dazu. Besteht aus Limette, Fischsoße, ein bisschen Chili, Koriander, Minze und so. Das kommt nachher hübsch oben drauf. Super geil. Machen wir jetzt zusammen. Der Dip. Wir fangen mal an mit ein bisschen Limette. Ich mache zwei Stück. Die gehen hier rein. Übrigens, meine Limettenpresse ist kaputt. Ich weiß gar nicht, wer die gehimmelt hat. Warst du das, Tim? Natürlich nicht. Es war nie eine. Der Benni, gell? Grüße gehen raus an Benni, den alten Limettenpressenzerstörer. So, Limettensaft ist wichtig. Die Säure muss da sein. Und wenn ihr kräftige Hände habt, dann geht es auch so. Wenn die Limette vorher ein bisschen rollt, geht es noch besser. Also, Saft von zwei Limetten. Könnte glatt noch ein Kaipi werden, ne? So, dazu geht ein kleiner Tropfen helle Sojasauce, einfach nur so ein bisschen was, und es geht ein bisschen Fischsoße dazu, ungefähr genauso viel wie Limettensaft. Das ist schon allein jetzt der absolute Hammer, schmeckt schon obergeil. Aber was wir dazu machen ist, normalerweise kommen kleine rote Thai-Chilis da rein, ne? Aber ich kann die einfach nicht essen und auch sonst niemand hier. Deswegen nehmen wir immer diese Peperonis hier, dafür aber mit Kern. Das geht halt auch ganz gut ab. Die vierteln der Länge nach und dann fein da reinhacken. Das ist dann voll okay, die sind dann trotzdem feurig. Aber wenn ihr da mehr vertragen könnt, dann holt euch die kleinen Thai-Chilis. Da geht's richtig zur Sache, ne? Das ist schon ganz massiv. So. Dann hacke ich die hier nochmal durch. Wenn euch dieser Dip zu sauer ist, könnt ihr da noch ein bisschen braunen Zucker reinmachen. Es muss aber nicht. Also so einen Palmzucker kannst du da noch reinmachen. Ich mag es nicht. Ich will keinen Zucker drin haben. Ich will einfach nur hier Power von Chili, Fischsoße und Essig. So, jetzt geht da nachher noch ein bisschen Koriander dazu. Und dann haben wir unsere Dipsoße schon fertig. So einfach ist es. Guck mal, so sieht sie aus. Ich probiere jetzt auch. Genauso muss es sein. So, wir lassen jetzt kochen und machen in der Zwischenzeit kochen wir uns noch die Nudeln. Das machen wir jetzt nämlich. Mein Wasser kocht hier drüben. Wir machen uns auf jeden Fall schon mal einen fetten Löffel Salz da rein. Das muss da rein. Und bevor wir die Nudeln reinschmeißen, blanchieren wir kurz den Pak Choi. Einfach unten Strunk ab, dann geht er kurz da rein. Weil den legen wir uns nachher so schön oben drauf. Braucht noch sowas hier. Die Nudeln brauchen dann in etwa 10 Minuten. Wir kochen die dann einfach ganz normal, wie man Nudeln kocht, in heißem Wasser, holen die raus. Und wenn ihr die abgegossen habt, dann ne, einfach ein bisschen Öl dran, dann kleben die nicht zusammen und dann warten die auf unser Süppchen. So, hier Pak Choi. Einfach kurz überbrüht. Ich lasse ihn nochmal ganz kurz. Perfekt. So muss der aussehen. Der wartet hier auf uns. Und dann Reisnudeln, so sehen die aus, da rein. Und die bleiben, wie gesagt, so 10 Minuten hier drin. Dann raus, kalt abspülen, ein bisschen Öl drauf und warten lassen. Das machen wir gleich. Während die Nüdelchen kochen, schauen wir noch mal ganz kurz in unser Süppchen. Guck mal, das, was sich hier oben bildet, das ist Eiweiß, dieser Schaum. Ja? Und den holen wir uns hier runter. Und je häufiger und gewissenhafter man das macht, desto klarer bleibt die Suppe am Ende. Ja? Kann man sich da schön immer oben runterholen. Das ist das, was nachher die Suppe so grau macht. Das wollen wir nicht. Deswegen schön gewissenhaft. Gerade wenn die jetzt das erste Mal aufkocht, ne, bildet sich viel von dem Schaum oben. Und das könnt ihr nachher dann fast vernachlässigen. Aber am Anfang muss man mal so ein bisschen ran und sich das oben runterholen. So, guck mal hier, Nudeln sind gekocht. Zack, mit kaltem Wasser abgespült. Jetzt gehen die hier ins Schüsselchen rein. Damit die da nicht kaputt kleben bis nachher, gibt es hier mein persönliches Gusto. Ich mache ein bisschen Sesamöl oben drauf, geröstetes Sesamöl. Einfach, ich liebe das Zeug. Wer meine Videos verfolgt, weiß das. So, dann wird das hier einmal so ein bisschen durchgerührt, dass überall an jeder Nudel ein bisschen Öl ist. Und dann setzen wir die nachher einfach schön da rein, machen die heiße Suppe drauf. Und perfekt. Gut, jetzt warten wir auf die Suppe. Wir sehen uns gleich wieder, wenn das Fleisch fertig ist. Die Sonne ist da, das Fleisch ist da, die Brühe ist fertig. Guck mal hier, sie ist fast um die Hälfte eingekocht. Und es ist einfach nur wunderbar schön. Ich steche das Fleisch jetzt hier aus.
Das ist so, dass es noch nicht zusammenfällt. Aber es ist auf jeden Fall super weich. Das ist schon mal sehr, sehr krass. Oh, das riecht, ne? Ich habe auch hier gerade schon probiert. Das lohnt sich halt unheimlich. Ein bisschen Pilzi gibt es auch gleich mit rein. Und guck mal diese Beinscheibe an. Wahnsinn. Das ist natürlich voll geiles Fleisch, ne? So, tippitoppi. Ich schneide mir mal so ein bisschen was von dem Fleisch hier ab. Zuerst, boah, Alter, geil. Zuerst von dieser dicken Rippe. So, das kommt mal hier auf die Seite. Das können wir gerade mal hier. Das fällt gerade schon vom Knochen runter. Tipp, top. Da schneiden wir uns auch schon ein paar Fleischscheibchen runter, die wir uns gleich auf die Suppe legen. Seht ihr das? Das ist einfach voll saftig und es schmeckt überkrass nach Rindfleisch. Genau das willst du haben. Aus der Beinscheibe nehmen wir uns auch ein schönes Stückchen raus, wenn es nicht so heiß wäre. So, hier so ein dickes Stück. Mit dem Kollagen müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr da Bock drauf habt, ne, bei der Beinscheibe. Ich mache jetzt mal fürs Foto hiervon auch ein paar schöne, weiche Stückchen. Guck mal hier, wie geil. Das willst du haben. Ich kann nicht. Ich muss. Boah. Geil. Juhu. Ja. Auch schon spannend. Den muss man mit der Hand runterziehen. Ja. Der ist so heiß. Okay, ich zupfe es gerade runter, dann melde ich mich gleich wieder, es ist noch viel zu heiß. Suppe ist fertig, Fleisch ist geschnitten, Nudeln sind da. So, jetzt pass auf, ihr nehmt die Nudeln, die jetzt glücklicherweise nicht so zusammenkleben, weil wir vorhin Öl drüber gemacht haben. Nehmt euch die Portion, die ihr gerne wollt, setzt sie in den Topf da rein. Und da wir ja Erwachsene sind, nicht wahr, mein lieber Tim, gehen wir es mal locker an. So. Dann haben wir hier unsere leckeren Pak Choi. Dann machen wir hier den mitgekochten Shiitake. Komm her. Der kommt hier auch mit oben drauf. Dann rote Zwiebeln müssen da immer rein. Einfach so ein paar frische Ringe, wegen guter Geschmack. Die sind da. So, dann machen wir zwei Scheibchen Fleisch. Dann ein bisschen, also das war von der hier Rippe. Tralala. So, dann haben wir Ochsenschwanz und wir haben Beinscheibe. Das sieht dann so aus. Dann kommt da oben drauf Limette. Aber das machen wir gleich. Wir machen erst die Suppe rein. Und zwar nehmt ihr euch dafür einfach den Suppentopf ran. Schüssel auf die Seite. Und dann einfach durchs Sieb durch. Und auf die Nudeln drauf. Suppe muss glühend heiß sein. Es piepst, ja? Es ist fast wie, als ob Katrin da wäre. Boah, ist das geil. Es riecht so krass. Aber seht ihr das hier, wie geil das aussieht? Und diese Suppe. Die Farbe. Schön klar, super fett. Klar, man könnte sie noch klären, aber es macht ja gar keinen Sinn. So passt es schon. So. Das ist das eine. Dann gibt es Limette oben drauf. Da muss da ein bisschen Minze hin. Das ist extrem wichtig. Und es muss auch Koriander drauf. Sorry, Timmy. Because my Timmy don't like Koriander. So, so sieht die jetzt aus. Dip machen wir noch dazu. Und dann gibt es Foto und dann probieren wir es gleich zusammen. Also, Foto habt ihr ja schon gesehen. So, jetzt ein bisschen Limette drauf. Sehr, sehr gut. Und der Max hat ein neues Produkt am Start. Es gibt Chili-Soße. Die wird es auch bald bei uns zu kaufen geben. Ne? Ich wollte es euch nur schon mal sagen, die ist so brutal scharf, dass ich richtig Angst davor habe, die da reinzumachen. Oh, das ist schon zu viel, glaube ich. Das ist eine Habanero-Soße. Ihr bald mehr davon. Aber weil das natürlich nicht reicht, gibt es hier noch ein bisschen Chili, Fischsoße und Limette oben drauf. Und jetzt werde ich es bereuen morgen. So, alles rein. Oh, geil. Normalerweise Stäbchen, gell? Aber hier wisst ihr. Ich sag's euch, wie es ist, selbst gemacht. Immer am besten. Shiitake. Leute, ich sag's euch. Was auch immer das sein soll, aber es ist auf jeden Fall eine asiatische Reisbandnudelsuppe. Wie auch immer wir sie aussprechen wollen. Und es schmeckt bombig geil, macht's nach. Lasst mir einen Daumen nach oben da, einen Kommentar.
und sagt mir, wie es euch gefallen hat. Vielen Dank. Tschüss.